Liebe Community, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die zahlreichen Kommentare und Zuschriften. Es erfüllt mich mit Freude zu sehen, wie tief ihr in die faszinierende Welt des inneren Stroms eingetaucht seid. Dank eurer Unterstützung haben wir unseren ersten Meilenstein auf YouTube erreicht. Über 500 Abonnenten. Eure Begeisterung und euer Feedback bedeuten mir unglaublich viel und motivieren mich, weiterhin spannende Inhalte für euch zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit euch weitere Abenteuer in dieser interessanten Welt zu erleben. Ein großes Dankeschön von Herzen an jeden Einzelnen von euch. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, haben sich die Filme seit dem ersten Teil bis heute kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Fortschritte sind nicht nur das Ergebnis meiner technischen und kreativen Weiterentwicklung, sondern auch ein Verdienst eurer wertvollen konstruktiven Anmerkungen. Eure Rückmeldungen haben einen großen Einfluss auf diesen Prozess gehabt. Dafür möchte ich euch herzlich danken. Nun wünsche ich euch viel Freude mit der nächsten Episode. Zish fliegt in getarntem Zustand zu der eben von Vivian ermittelten Position. Langsam nähert sie sich mit der Vergo dem Asteroidenfeld. Dax beginnt jeden Asteroiden einzeln zu scannen. Nach einiger Zeit stellt Dax einen ungewöhnlichen Messwert fest. Ihrer Meinung nach könnte dies ein holographischer Schild sein. Von dem, was Vivian und ihre Crew über die Asteroiden wussten, war der mit den ungewöhnlichen Messwerten einer dieser Kandidaten, die Jackson mit seiner Vermutung angesprochen hatte. Ich denke, wir haben unsere Piratenbasis gefunden. Ich bin für Vorschläge offen. Lasst hören. Ich habe nämlich keine Lust, mich ständig zur Zielscheibe von den Terrillianern machen zu lassen. Ich schlage vor, du aktivierst deinen Schutzanzug und wir zappen in einen ruhigen Korridor und erkunden die Piratenbasis. In Ordnung. Es kann losgehen. Der Asteroid war so gewaltig groß, dass es im Inneren wie in einem Bergwerk aussah. Zunächst war nichts Besonderes zu finden, doch dann hörte man dumpfe Schläge und jemanden laut stöhnen. Eileen und Vivian gingen in die Richtung, aus der sie die Geräusche hörten. Als sie in der Höhe des Aufzugschachtes waren, sahen sie die beiden Schläger, eine Frau, die offensichtlich an die Gittertüre des Fahrstuhls gefesselt war, verprügelten. Vivian, ihre Augen sind zu geschwollen. Machen wir sie los, wir kommen später zurück. Kommt ihr schon wieder, um mich zu verprügeln? Nein, wir werden dich erstmal mitnehmen und medizinisch behandeln. Wenig später im Quartier von Vivian. Wie sind wir so schnell von diesen Bastarden weggekommen? Eileen und ich besitzen eine besondere Fähigkeit. Wir können uns durch unsere Gedanken im Raum bewegen. Interessante Fähigkeit. Ihr habt mir den Hintern gerettet. Lange hätte ich es dort nicht mehr durchgehalten, aber ich muss zurück. Wieso das? Ich hatte Fracht, auf die sie scharf sind. Sie wollen die Codes, damit sie die Waffen benutzen können. Die du ihnen nicht gegeben hast. Und deswegen haben sie dich verprügelt. So ist es. Ich muss die Dinger hochjagen, die Waffen sind auch gefährlich, wenn sie nicht scharf sind. Du kommst doch dort nicht mehr weg. Von was für Waffen sprechen wir überhaupt? Von 50 Phantomraketen. 50? Damit kann man einen ganzen Sektor platt machen. Was muss ich tun, damit sie explodieren? Du kommst nicht mehr weg, nicht wegen mir. Ash, wir haben Möglichkeiten, sehr schnell wegzukommen. Meines Wissens reichen 2 falsche Ziffern und der Countdown beginnt. Richtig. Wir haben da nur 2 Parsec Zeit. Wenn 50 hochgehen, ist die Druckwelle noch eine galaktische Einheit entfernt zu spüren. Ich schaffe das, Vivian an sich. Captain, was gibt es? Gib alle Koordinaten ein, um einen Sprung von 2 galaktischen Einheiten zu machen.
sobald ich zu dir auf die Brücke zeppe, musste starten. Es darf keine Verzögerung geben. Wir haben nur ein paar Sek Zeit. Ich gebe die Koordinaten ein und bin bereit, sobald sie es sagen, Sisch Ende. Kein Schiff kann solch einen großen Sprung in so kurzer Zeit machen. Dann lernst du jetzt das erste Schiff kennen, das das kann. Wo ist sie jetzt hin? Den Code falsch eingeben. Ihr zieht das wirklich durch. Aber sicher. In der Haut von den beiden Idioten möchte ich jetzt nicht stecken. Ich auch nicht. Vivian ging lautlos vorbei. Indem, dass sie hier Wachen aufgestellt hatten, wiesen sie Vivian den richtigen Weg. Unglücklicherweise war ein Wachposten bei den Raketen. Vivian musste nur noch den falschen Code eingeben. Sisch-Sprung. Jawohl. Als sich im Asteroidengürtel die Explosion ereignet, ist diese selbst auf der Gammon eine astronomische Einheit entfernt zu spüren. Sie löst selbst dort noch die Schutzschilde aus. Bei allen Galaxien. Diese Frau ist... ist... Commander, das Wort, das Sie suchen, ist gefährlich? Nachdem die Virgo und ihre Besatzung wieder an Sicherheit waren, wandte sich Vivian an Jackson. Wo fange ich jetzt an mit meinem Bericht? Ja, Eileen und ich haben auf der Piratenbasis jede Menge Militär der Terrilianer angetroffen. Beim Erkunden haben wir eine Gefangene, die während wir dort waren, gefoltert wurde, gefunden. Ich habe beschlossen, sie sofort mit an Bord zu nehmen. Wie sich herausstellte, ist sie vom sorianischen Militär. Sie hat mir berichtet, dass sie einen Frachter mit 50 Phantomraketen transportiert hat. Diese 50 Raketen waren auf der angeblichen Piratenbasis gelagert. Deswegen der Knall, ich verstehe, du hast sie hochgejagt. Da uns keiner gesehen hat, war es schlechter Umgang mit den Waffen. Die Terrilianer bereiten ganz offensichtlich einen Krieg vor. Ich frag mich nur, wo sie inzwischen überall ihre Spione haben. So wie ich das sehe, kannst du davon ausgehen, dass sie auf jeder Basis ihre Spione haben. Das können aber auch Schläferzellen sein, also noch nicht aktivierte Spione. Die findet man doch nie. Es sei denn, man entführt den Commander des größten Schlachtschiffs der Terrilianer, denn er kennt alle Spione. Bist du wahnsinnig? Das kommt einer Kriegserklärung gleich. Vivian, genau genommen, hast du ihnen die schon gemacht. Wenn das nicht auf der Raumbasis Sur der Fall war, dann als wir die Jäger abgeschossen haben, aber spätestens jetzt, als ihre geheime Basis zerstört wurde. Es hat mich keiner gesehen, uns keiner gesehen. Vivian, Jackson hat recht, sie werden ohne es zu wissen das Richtige annehmen. Wenn ihr führender Kopf, ihm nichts verschwunden ist, könnte ich mir vorstellen, dass Panik ausbricht bei ihnen und sie dann alle ihre Leute kontaktieren. Das wäre die Gelegenheit, alle ausfindig zu machen. Dann müssten wir Tom Clark kontaktieren. Du musst ihn unbemerkt hier auf die Virgo bringen. Nur hier können wir sicher gehen, dass er nicht abgehört wird. Sisch, wir bleiben getarnt. Fliege mit maximaler Geschwindigkeit zur Raumbasis Zor. Captain, neuer Kurs liegt an. Ich bringe die Virgo so nah wie möglich an das Kommandomodul. Sehr gut, Sisch. 500 Parsec später im Büro des Stationsleiters der Raumbasis Sur. Tom, Sur ist unterwandert worden. Ich brauche deine Hilfe. Was sagst du da? Meine Hilfe? Wie ist das möglich?
Ich habe dich hierher gezappt. Du kennst Major Ash? Ja, sicher. Ash, wie siehst du aus? Was ist passiert? Wir haben angenommen, du bist mit dem Frachter explodiert. Ich wurde von den Piraten aufgebracht, die in Wirklichkeit ein terrillianisches Kommando sind. Nein, das heißt Waren. Hätte mich Vivian und Eileen nicht befreit, wären ihnen die 50 Phantomraketen in die Hände gefallen. Aber sie sind hochgegangen. Wie habt ihr das überlebt? Das musst du Vivian fragen. Sie hat so einige Tricks auf Lager. Wobei wir beim Thema sind. Vivian, ich stelle die Frage nochmal, wie komme ich hierher? Dieses Mal möchte ich aber eine Antwort. Tom, die sollst du auch bekommen. Vivian und Eileen können sich nur durch ihre Gedanken durch den Raum bewegen. Somit ist es möglich, unentdeckt an beliebigen Orten einzudringen. Dabei haben wir eine Entdeckung gemacht, die wir dir nur direkt 1:1 mitteilen können. Die Gemmen hatte 6 terrillianische Spione an Bord. Eileen und ich konnten sie eliminieren. Commander Fork hält zurzeit Funkstille über dieses Thema. Es ist das einzige Schiff, das nachgewiesen frei ist von Spionen. Davon ist auszugehen. Vivian, Eileen und ich haben einen Plan, wie wir die ganzen Spione auf einen Schlag erwischen können. Jetzt bin ich gespannt. Lasst hören, was habt ihr vor? Zunächst müssen wir das Hauptkommandoschiff der Terrillianer finden. Danach werde ich den Commander des Schiffs entführen. Danach werden sie alle Spione kontaktieren, um ihn ausfindig zu machen. Wenn wir vorbereitet sind, werden sie damit ihre ganzen Spione enttarnen. Moment. Wenn nur der Commander des Terrillianischen Kommandoschiffs verschwindet, werden sie es gleich den Sur anhängen. Wenn jedoch auch ich verschwunden bin, noch vor deren Commander, ist die Frage, wer kann das sein? Allerdings weiß man, dass du da bist. Die Vergo ist getarnt. Kein Scanner macht uns aus. Also genau genommen bist du schon entführt worden. Wir haben ein sauberes Schiff, die Gemmen. Und das Wissen, dass es die Terrillianer auf einen Krieg abgesehen haben. Kaum herrscht Frieden. Schon sorgt wieder irgendein Idiot dafür, dass es Unzufriedenheit gibt. Eine Idee, wo sich das Kommandoschiff aufhält? Ich habe eine genaue Idee, wo das Schiff ist. 2 galaktische Einheiten von der Raumbasis Sur entfernt gibt es eine Raumfalte. Aus dieser heraus agieren die Terrillianer. Eine Raumfalte? Was soll das sein? Das ist eine brandneue technische Entdeckung der Terrillianer. Auf diese Art und Weise können sie ein ganzes Geschwader verstecken. Sish, wir springen zur Gamon. Wir bleiben getarnt. Neuer Kurs liegt an Captain. Vivian gab Sish den Befehl, neben der Gemmen aufzuschließen und getarnt, ohne deren Wissen, in den Hangar der Gemmen einzuschleusen. Zugegeben, das Manöver war äußerst riskant. Die Anwesenden konnten jedoch nicht ausschließen, dass es nicht doch ein getarntes terrillianisches Schiff in der Nähe gab. Mann, bei allen Galaxien, wo kommen Sie plötzlich her? Commander Clark, Sie auch? Ich weiß, dieser Auftritt ist beängstigend. Sie werden jedoch gleich verstehen, wie wichtig unsere Information ist. Major Ash, bitte berichten Sie. Mein geheimer Frachter wurde mit 50 Phantomraketen von Piraten aufgebracht, so schien es zumindest anfangs. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Piratenbasis von terrillianischem Militär betrieben wird. Zu unser aller Glück war Vivian Vergo rechtzeitig zur Stelle. Sie hat dann die Piratenbasis mitsamt den Raketen hochgejagt. Wie um alles bei den Nebeln von Antara sind sie rechtzeitig in Sicherheit gekommen. Wir waren eine galaktische Einheit entfernt und wurden noch ordentlich durchgeschüttelt. Die Vergo besitzt einen modifizierten Sprungantrieb, dazu aber später mehr. Wir planen, den Commander des terrillianischen Kommandoschiffs zu entführen, um durch diesen Trick das terrillianische Spionnetzwerk zu zerstören. Dazu müssen ab jetzt alle Frequenzen überwacht werden. Weil das auch so einfach ist, Miss Vergo. Ich meine die Entführung des Commanders des terrillianischen Kommandoschiffs. Die Frequenzen zu überwachen ist hingegen leicht. Commander Fork, der Einwand ist berechtigt. Ich brauche ein Team, das den terrillianischen Commander in Empfang nimmt, wenn ich mit ihm zurückkomme. Ich bin zwar in der Lage, ihn hierher zu bringen, aber das Verhör müssen Sie übernehmen. Ich besitze nicht die Geduld. Es könnte leicht passieren, dass ich mich vergesse. Vergessen? Dem Agenten, den Vivian verhört hat, dürfte noch immer der Kiefer schmerzen. Deswegen sollte das Verhör wirklich von Ihnen, Commander Fork, erledigt werden.
Wie wollten Sie an den Commander herankommen? Das zeige ich Ihnen im Laderaum der Vergo. Ich bin bereit. Ich auch, Eileen. Du kannst loslegen. Bei allen Galaxien... Ich glaube, wow, mir fehlen die Worte. Jackson, jetzt verstehe ich. Habe ich dich. Haben Sie geglaubt, Sie könnten mich ungestraft jagen? Zur gleichen Zeit auf dem Terrillianischen Kommandoschiff. Major, haben wir noch irgendeine funktionierende Sonde im Sektor Antara? Commander, die Druckwelle hat alle Sonden zerstört. Es gibt keine Telemetriedaten. Schick. Commander? Alarm! Der Commander wurde entführt. Durchsuchen Sie das ganze Schiff. Hier spricht Major Ellers. Commander Foster wurde entführt. Nutzen Sie all Ihre Kontakte, um ihn zu finden. Hier spricht Major Ellers. Commander Foster wurde entführt. Nutzen Sie all Ihre Kontakte, um ihn zu finden. Ich bekomme von überall her Funkbestätigungen. Wir haben bis jetzt über 1000 Spione enttarnt. Captain Sixon, wir wissen, dass alle Spione ein Sprengstoffimplantat haben. Es ist also Vorsicht geboten beim Enttarnen der Spione. Andererseits macht es mir das leichter, sie zu finden. Sprengstoffimplantate? Das schaffen wir nicht in so einer kurzen Zeit. Sie haben garantiert ein Netzwerk, um sich gegenseitig zu informieren. Vivian, du brauchst seine Hilfe. Nur er ist in der Lage, das zu vollbringen. Er ist schon hier. Ich bin gleich wieder zurück. Das ist unmöglich. Das kann es nicht geben. Captain Sixon, werden Sie deutlicher. Was kann es nicht geben? Alle Schiffe und alle Bases melden die erfolgreiche Verhaftung der Spione. Dabei erwähnen Sie, dass das Spezialteam dabei sehr geholfen hat. Jackson, mit dir und Vivian muss ich mich einmal näher unterhalten. Ich habe heute Dinge gesehen, die weit über das hinausgehen, was ich für möglich gehalten habe. Tom, alles fing mit einer Schatzsuche an. Jackson erzählte lebhaft von ihrem ersten Treffen mit dem Auftraggeber, wie sie ihr Schiff mit den von ihm erhaltenen Artefakten umgerüstet haben, sodass selbst die Reise in die Nebel von Scar ein Kinderspiel war. Der Auftraggeber hatte bestätigt, dass er sich frei in der Zeit bewegen kann. Zudem verlieh er Vivian zwei Fähigkeiten, das Zeppen und die Unsichtbarkeit durch einen Anzug. Als Jackson mit seinem Bericht endete, tauchte Vivian wieder auf. Es müssten jetzt alle Spione in Haft sein. Miss Vergo, ich hätte Sie gerne dabei, wenn ich den Commander Foster befrage. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine interessante Erfahrung für mich wird. Wenn Sie darauf bestehen. Was war geschehen? Der Auftraggeber sprang mit Vivian und Eileen nur einige Parsec in die Vergangenheit, blieb dann mit ihnen in der Vergangenheit stehen und sammelte alle Spione ein, um sie anschließend den jeweiligen Befehlshabern in der Gegenwart zu übergeben. Beim Verhör. Ich glaube kaum, dass Sie ein Loch in den Tisch schauen können. Miss Vergo, Sie hatten recht. Er gehört Ihnen. Mit mir will er ja nicht reden. Commander Foster, ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Geschichte. Ich wollte nur Jagdgewehre auf der Raumbasis Sure erwerben. Während der Wartezeit wurde mir das Stardust empfohlen. Dort traf ich auf Ihre drei Agenten. Natürlich waren sie mir sofort aufgefallen. Militärs haben ihre eigenen Bewegungsrhythmen. Mir fiel auch auf, dass sie die Bedienung bedroht haben. So fing alles an. Dann haben sie mir ihre Jäger hinterhergeschickt. Das war der Moment, in dem ich ein wenig angefressen war. Ich erkläre Ihnen, was das heißt. Nach einer unruhigen Nacht bin ich morgens etwas schlecht gelaunt. Eine Steigerung davon ist angefressen. Die nächste Steigerung ist sauer. Danach kommt richtig wütend. Glauben Sie mir, diesen Zustand wollen Sie nicht erleben. Im Moment bin ich noch etwas angefressen. Ihr Schiff liegt mit einem ganzen Geschwader in einer Raumfalte, zwei galaktische Einheiten von der Raumbasis Sur entfernt. Sie fragen sich jetzt sicher, wie kann sie das wissen? Ich weiß es. Und sie wissen das. Es stimmt, was ich sage. Der große Foster, Held des Terrillianischen Militär, vorgeführt von einer Frachterpilotin. Sind Sie froh, dass ich Ihnen nicht die Hosen runtergezogen habe? Commander Fork, ist das alles, was Sie aufzubieten haben?
Eine junge Göre, die noch nicht einmal trocken hinter den Ohren ist. Commander Foster, ich sehe das so, dass sie einen Nerv bei Ihnen getroffen hat. Miss Virgo, fahren Sie bitte fort. Major Ellers hat eine große Suchaktion nach Ihnen gestartet. Mir scheint, sie hat sie in ihr Herz geschlossen. Ach, war das ein Zucken? Ich werde Ihr Schiff hochjagen, mit der gesamten Besatzung. Möchten Sie, dass ich Major Ellers verschone? Oh, wieder ein Zucken. Sämtliche Spione wurden mittlerweile verhaftet. Kein Implantat ist hochgegangen. Ich möchte, dass Sie, Commander Fogg, alles erzählen, was er wissen will. Sie können mich mal. Miss Virgo, stop! Commander Foster, spüren Sie das? Jetzt bin ich sauer. Ich rede. Mehrere Parsec später auf der Virgo. Miss Virgo, ich werde das Gefühl nicht los, dass Commander Foster nur bereits Bekanntes von sich gibt. Captain Sixon überprüft das gerade. Sollte das der Fall sein, bräuchten wir noch einmal Ihre Hilfe. Wie stellen Sie sich meine Hilfe vor? Könnten Sie seine Nummer 2 ebenfalls für uns holen? Verleiten Sie Commander Foster zu einer Aussage, die, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen ist, falsch verstanden werden kann. Dann bekommen Sie von Major Ellers die richtigen Antworten. In Ordnung. Ich würde Major Ellers gerne in einer angenehmen Umgebung befragen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich von Frau zu Frau einfacher tut. Wie wäre es im Botanischen Garten auf Ihrem Schiff? Gute Wahl, bis später. Sie kennen bestimmt die Anwesenden. Dennoch möchte ich Ihnen Major Ellers die Anwesenden der Form halber vorstellen. Commander Clark, Befehlshaber der Raumbasis Sir. Commander Fogg, Befehlshaber der Fregatte Gammon. Den ehemaligen Kommandeur der Spezialeinheiten von Antara, Jackson. Zuletzt, ich bin Vivian Virgo, Frachtereigner der Virgo DX-773. Miss Virgo, Sie sind mehr als das. Sie sind ein großes Geheimnis, ein Geist. Sollten Sie Geheimnisse von mir erfahren wollen, ich kann sie nicht preisgeben. Ich möchte Ihnen diese Aussage Ihres Kommandeurs vorspielen. Ist Ihnen klar, dass Sie Ihre Besatzung, insbesondere Major Ellers, damit in Lebensgefahr bringen? Sie können sie retten. Daran kann ich auch nichts ändern. Sie wusste, auf was sie sich einlässt. Ich denke, Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben. Sollte Commander Foster für uns überflüssig werden, werde ich ihn in Zivil in eine abgelegene Bergregion auf den Planeten Terilia bringen. Soll er dies seiner Regierung mal erklären? Ihm wird niemand glauben, dass ich ihn dorthin gezappt habe. Was wollen Sie wissen? Zunächst einmal, wie wird die Falte erzeugt? Durch einen ganz besonderen Kristall. Wir erinnern uns an die singuläre Wiege und die Aufgabe durch die Indität an die Entität, sowie an das Kristallnetzwerk. Hey, was soll das? Kommen Sie zurück! Das können Sie nicht machen! Als Commander Forster endlich realisierte, dass er in einer aussichtslosen Lage steckte, begann er seine Möglichkeiten zu überdenken. Eine Rückkehr ins Hauptquartier war ausgeschlossen, da ihm niemand glauben würde, dass er nicht desertiert war. Diese junge Frau hatte ihn bloßgestellt. Sie hatte ihm die Hosen runtergezogen. Er schwor sich, sich an ihr zu rächen. Die Berge auf Terilia kannte er sehr gut, da er dort schon oft gewesen war. Er besaß nur wenig Nahrung. Dafür verfügte er über ausreichend Treibstoff für sein Schneemobil. In den Bergen befand sich ein Schmugglerumschlagplatz, den er erreichen musste. Die Fahrt dorthin war gefährlich, da überall Eisrisiken lauerten, da Gletscherspalten Hohlräume bildeten, die man mit einem schweren Schneemobil besser nicht belastete. Die Schmuggler würden ihren Stützpunkt nicht kampflos aufgeben. Daher musste er den richtigen Moment abpassen. Während der Fahrt zog plötzlich ein Schneesturm auf. Das Risiko, im Eis einzubrechen, war jetzt am größten. Andererseits lag die Chance, sich unentdeckt dem Schmugglerlager zu nähern, jetzt bei 100%. Fosters Wut auf Vivian kannte keine Grenzen. Er hatte zusehen müssen, wie sie seinen Masterplan, Sir zu zerstören, durchkreuzte. Sein Hass basierte auf einer verdrehten Realitätswahrnehmung. Die Sur hatten während der Herrschaft der Lorianer Selbstmordkommandos in deren Raum geschickt. Dadurch hatten die Sur den Lorianern deutlich gemacht, dass sie bereit waren, ihr Leben für ihr Volk zu opfern. Dies führte dazu, dass die Sur nicht angegriffen wurden. Die Terilianer gaben auf wie ein besiegt fliehender Varrok, der seinen Schwanz einzieht.
Sie ergaben sich ihrem Schicksal, ohne zu kämpfen. Etwa zur selben Zeit in der Kommandozentrale der Raumbasis von Vivian und ihrer Crew. Notfallalarm. Von Tillys Bar. Keine Bild, keine Tonaufzeichnung verfügbar. Verhinderung durch ein Dämpfungsfeld. Sish, Dex, macht euch bereit. Ich hole Jackson und meine Bella. Weißt du, wer Bella ist? Das ist eine uralte Waffe. Es handelt sich dabei um eine Projektilwaffe. Sie ist wahnsinnig laut und macht riesige Löcher. Sie gehörte einem Ahnen vom Captain. Dann bin ich gespannt. Sish, wie weit bist du? Ich bin startbereit, wenn Sie es sind, Captain. Wir sind bereit. Sish, du hast es gehört, gib dein Bestes. Aber sicher doch, Captain. Ich denke, wir sollten uns tarnen. Ein elektronisches Dämpfungsfeld kommt nicht von alleine. Ich tippe mal auf ein terrillianisches Kommando. Vivian sollte fast recht behalten, als die Vergo aus dem Hyperraum kam, war dort ein unbekanntes fremdes Schiff. Oh, ist das groß. Ich bin für Vorschläge offen. Ich schlage vor, du zappst Tilly hierher auf die Brücke. Erst dann kümmern wir uns um diejenigen, die Tilly in ihre Gewalt gebracht haben. Ja, diese Lösung ist vernünftig. Es sollte aber einer der Verbrecher flüchten können, so verbreitet sich das Geschehene glaubwürdiger und schneller. Glaubwürdiger und schneller? Was hast du vor? Die Legende um eine Frau, die urplötzlich auftaucht und Verbrechen verhindert. Sie werden alles, was unerklärlich ist, dieser Frau zuschreiben. Glaube mir, du wirst es damit in Zukunft leichter haben. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich hole erst einmal Tilly. Was? Vivian, du? Wo bin ich? Entschuldige, ich bin gleich wieder hier. Wo ist sie hin? Sie ist... Jackson! Hallo, Tilly.
Ich bin Eileen. Du bist in Sicherheit. Ehrlich? Soll mich das jetzt beruhigen? Vivian zappt Jackson zum Generator des fremden Schiffs, um diesen zu sabotieren. Jackson, mir kam gerade eine Idee. Könntest du den Reaktor für 5 Dorsek in Diagnose versetzen? Die Idee ist gut. Auf die Art und Weise ist der Antrieb und die Waffen offline. Ich hole dich, wenn ich die Verbrecher erledigt habe. Denk dran, lasse einen übrig, auch wenn es schwer fällt. Dann zappt sie selbst zu Tillys Bar. Habt ihr wirklich alles abgesucht? Ja, Paps. Sie ist spurlos verschwunden. Zeig dich! Eileen sagte zwar, dass einer der Verbrecher entkommen sollte, sie sagte aber nicht, in welchem Zustand. Wo wart ihr beiden? Wie komme ich hierher? Und warum nimmt sie den Helm nicht ab? Ich habe deine Bar sauber gemacht. Nebenbei bemerkt, du brauchst ein besseres Security-System. Ich habe währenddessen ihren Reaktor manipuliert. Sie werden in nächster Zeit nirgends hinfliegen. Komm, Tilly. Ich bringe dich zurück in deine Bar. Nachdem Foster den Minenboss zur Rechenschaft gezogen hatte, ließ er sich ruhig in dessen Bürostuhl nieder. Er durchsuchte alle Datenbanken, auf die er Zugriff hatte, jedoch ohne Erfolg. Plötzlich kam ihm eine Eingebung. Er suchte nicht mehr nach dem Namen oder Aussehen, sondern nur noch nach der DNA. Auf Antara stieß er auf ein junges Mädchen mit der gleichen DNA. Angesichts der vergangenen Zeit war sie es mit Sicherheit. Es gab keine Informationen über die Familie, nur einen Vater, dessen DNA jedoch nicht mit ihrer übereinstimmte. Er suchte nach dem Vater und fand nur sein Grab. Der einzige brauchbare Hinweis, den Foster fand, war die Barbesitzerin Tilly. Sein nächstes Ziel war Antara, wo er ein intensives Gespräch mit der Barbesitzerin führen musste. Ahnungslos, in welches Wespennest er stechen würde, brach er nach Antara auf. Als Foster die leere Bar betrat, schäumte er vor Wut, als er Vivian sah. Vorsicht, Vivian, hinter dir! Das wird wohl nichts. Aber von einem Varrock habe ich auch nichts anderes erwartet. Dich werde ich mit bloßen Händen erledigen. Wer ist er? Wieso ist er so sauer auf dich? Er steckt hinter den Piraten. Die waren in Wirklichkeit ein terrillianisches Kommando. Ihnen ging es nur um 50 Phantomraketen. Damit wollten sie Sur angreifen. Dann hätte es einen Krieg gegeben. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Was wirst du mit ihm jetzt machen? Ich werde ihn nach Terrilia bringen, soll er sich mit seiner Regierung auseinandersetzen. Jetzt zu dem, wie du mich geholt hast. Was für eine Technik ist das? Vorsicht, Vivian, hinter dir! Ich regle das mit den Behörden. Verschwinde, bevor sie dich verhaften. Tilly, das war Notwehr. Außerdem ist dieser Idiot ein Deserteur. Kaum hatte Vivian ausgesprochen, zappten mehrere Personen gleichzeitig in die Bar. Miss Vergo, Miss Wong. Ab hier regeln wir die Angelegenheit. Ihre Leistung wird entsprechend honoriert und gewürdigt werden. Ich verstehe nicht ganz. Das ist der Auftraggeber. Arbeitest du für ihn? Im Orbit von Antara enttarnte sich ein gewaltiges Schlachtschiff. Dagegen wirkte der Destroyer wie ein Shuttle.
Vivian war zusammen mit ihrer Crew und Tilly auf dieses Schiff gezappt worden. Ich stelle kurz die Anwesenden vor. Zu meiner Rechten der Botschafter der Saul, zu meiner Linken die Schiffs-KI Claudia, uns gegenüber links Miss Vergo, Eignerin des Frachters, Vergo DX773, in der Mitte Miss Wong, die Besitzerin von Tillys Bar auf Antara, rechts der ehemalige Commander der Sondereinheiten von Antara Jackson, im Hintergrund die Bewahrer der Zeit, ihre Identität ist uns unbekannt. Kommen wir nun zu dem Punkt, warum wir hier versammelt sind. Botschafter, wie ich eingangs sagte, werden Sie und die anderen Verbündeten von den Terrillianern belogen. Wir haben Sie ausgewählt, weil Sie die größte Macht in diesem Verbund sind. Miss Vergo wollte auf der Raumbasis Sur Jagdgewehre erwerben. Dabei fielen ihr in einer dortigen gastronomischen Einrichtung 30 merkwürdig verhaltende Männer auf. Sie bedrohten die dortige Bedienung. Als Miss Vergo intervenierte, stellte sich etwas heraus, das zu einem Krieg geführt hätte. Es waren 3 Attentäter im Auftrag der Terrillianer, die den Commander der Raumbasis Sur töten sollten. Im Anschluss auf der Heimreise wurde Miss Vergo von 5 terrillianischen Jägern angegriffen. Dass sie jetzt noch lebt, verdankt sie dem Umstand, dass ihr Schiff über militärische Schilde und Waffen verfügt. Angekommen auf Antara wurde sie von einem Agenten, der, wie sich herausstellte, terrillianischer Agent war, verfolgt. Bei der Befragung dieses Agenten kam Miss Vergo in den Besitz eines militärischen Kommunikationsschiffs, der dies beweist. Eine Spionagedrohne, die im Büro des Minenboss platziert wurde, wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die Piraten offensichtlich von den Terrillianern befehligt werden. Miss Vergo gelang es, die genaue Lage des Piratenstützpunktes zu finden. Bei der Infiltration des Piratenstützpunktes machte Miss Vergo eine Entdeckung. Der Piratenstützpunkt wurde von dem terrillianischen Militär betrieben. Dem terrillianischen Militär war es gelungen, einen Sur-Frachter aufzubringen, der 50 Phantomraketen transportierte. Der Plan sah vor, mit diesen Raketen die Raumbasis und den Planeten Sur zu eliminieren. Diesen Plan konnte Miss Vergo verhindern. Ihr ist es auch zu verdanken, dass die geheime Basis gefunden und vernichtet werden konnte. Des Weiteren konnte Miss Vergo geheime und äußerst gefährliche Subraumtechnik des terrillianischen Militärs vernichten. Früher oder später hätte dies zum Kollaps des Hyperraums für uns alle geführt. Der Commander des Schiffs, der diese Technik besaß, verfolgte Miss Vergo ebenfalls, ließ er Miss Wong gefangen nehmen. Zum Showdown kam es auf Antara in Tillys Bar. Commander Foster war so hinterhältig und schoss Miss Vergo feige in den Rücken. Dass sie noch lebt, verdankt sie der Tatsache, dass sie einen Schildgenerator für eben solche Situationen ständig bei sich trägt. Botschafter, in Anbetracht der dargelegten Beweise erwarten wir von Ihnen und Ihren Mitverbündeten, dass Sie das Richtige tun. Claudia, sei bitte so nett und erkläre den Anwesenden, auf welchem Schiff Sie sind. Gerne, Captain. Sie befinden sich auf dem Planeten Zerstörer Destroyer Durox. Dieses Schiff ist ein vollkommen autarkes Staatsschiff. Dieses Schiff wurde von einer untergehenden Zivilisation gebaut, um ihre Zivilisation vor dem Aussterben zu retten. Derzeit befinden sich auf dem Schiff 5 Millionen Besatzungsmitglieder. Das Schiff ist 20 K-Klick lang, 18 K-Klick breit und 10 K-Klick hoch. Unsere Schilde sind so stark, dass sie in die Korona einer Sonne eintauchen können, ohne überhaupt Schaden zu nehmen. Meines Wissens gibt es kein Schiff, das vergleichbar ist. Ein Schiff, das einen Planeten zerstören kann, ist eine Gefahr für alle Planeten. Das könnte man annehmen, Botschafter. Da gebe ich Ihnen recht. Sie haben sicher schon vom Schwarm gehört. Wer hat das nicht? Allerdings hat der Schwarm den Sektor um Durox für sich beansprucht und seitdem wurde nichts mehr von ihm gehört. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der Destroyer Durox nur eines der 200 Schlachtschiffe des Schwarms ist und ich beschlossen habe, mit dem Schiff in unmittelbarer Nähe von Sur Halt zu machen. Derzeit stehen wir in Verhandlungen mit der Regierung von Sur. Aufgrund der Geschehnisse sind wir bestrebt, ein Gleichgewicht zu schaffen. Dernd würde ich gerne ebenfalls mit Ihnen in Verhandlungen treten wollen. Sie können sich gewiss sein, dass ich umgehend mit den anderen Verbündeten Kontakt aufnehmen und die Situation darlege. Sie können mich jederzeit kontaktieren. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich werde Sie umgehend nach Hause bringen lassen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ein Schwarmschiff. Ich dachte immer, das wären Märchen, die Kinder erzählt werden. Auch Märchen werden wahr. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Verbündeten des Planeten Terrilia angesichts der Offenbarungen von Captain Beatrice entscheiden werden. Eines dürfte jedoch sicher sein, Vivian und ihre Crew haben jetzt einen Ruf, der ihnen viele Türen öffnen wird.
unbekanntes Schiff zog seine Bahn durch den dunklen Nachthimmel und sein Ziel waren die abgelegenen Berge von Antara. Als die hintere Frachttür sich öffnete, erblickte man einen hochgewachsenen Mann in einer Kampfrüstung, wie sie normalerweise nur von Elitesoldaten getragen wurde. Neben ihm trat ein Kind ins Freie. Das Kind wandte sich an den Soldaten und fragte: "Wie lange werden wir bleiben?" Der Soldat hatte bereits viel Erfahrung gesammelt, war in zahlreichen Schlachten gestanden und trug zahlreiche Narben davon. Doch nichts hatte ihn darauf vorbereitet, diese einfache Frage ehrlich zu beantworten. Er konnte es nicht über sich bringen, dem Kind zu sagen, dass es seine gesamte Kindheit dauern würde. Er musste abwarten, wie sich die Situation entwickeln würde. Vielleicht hätte er das Glück, mit Vivian ein friedliches und altersgerechtes Leben führen zu können. Dennoch war es notwendig, Vivian auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. Das konnte er hervorragend. Er würde ihr alles beibringen, was sie wissen musste, um im Kampf gegen ihre Großtante bestehen zu können. Er war froh, schon vor vielen Dorsek dieses und andere Verstecke mit seinen Kameraden angelegt zu haben. Seine Kameraden, wie viele mochten noch am Leben sein? Nachdem das Bündnis der Terrilianer zerbrochen war und die Ankunft des Schwarmschiffs endlich Frieden in diesen Teil der Galaxie brachte, gaben die Terrilianer offiziell bekannt, dass jeder Versuch ihrer Streitkräfte Vivian zu schaden mit strengen Strafen geahndet wird. Aileen kehrte zu ihrer eigenen Art zurück, während Vivian die Artefakte und die ihr verliehenen Fähigkeiten behalten durfte. In Vivians lichtdurchflutetem Quartier herrschte eine angespannte Stille. Der Geruch alter Bücher und vergilbten Papiers lag in der Luft, während ihre Gedanken um die Erinnerungen mit ihrem Ziehvater Raynox kreisten. Nachdem sie den Terrilianischen Plan öffentlich gemacht hatte, musste die Terrilianische Regierung klein beigeben. Sie hielt inne und blickte auf den lilafarbigen Kristall, der im Inneren der Box lag und ein schwaches Licht abgab. Zögernd nahm sie ihn in die Hand und in diesem Moment geschah das Unglaubliche. Ein holographisches Bild formte sich vor ihr und die Gestalt eines alten Mannes in einer Rüstung erschien. Ich bin Xeltran von Grothar, letzter überlebender regierungsfähiger Monarch von Keloria. Ich übergebe dieses Kind, Vivian von Grothar, künftige Herrscherin von Keloria, an meinen treuen Gefolgsmann und besten Freund, Raynox von Freck, mit der Bitte, ihr Leben zu retten. Wenn sie bereit ist, soll sie zurückkehren und ihre Großtante vom Thron stoßen. Meine Schwester Elenary hat alle in der Erbfolge auch Vivians Eltern getötet. Die einzigen Überlebenden sind Vivian und ich. Möge das wahre Recht über die Niedertracht siegen. Vivians Emotionen schwankten zwischen Furcht und Hoffnung, zwischen Verwirrung und Entschlossenheit. Diese Enthüllung war mehr als nur eine Nachricht. Sie versprach ein Abenteuer, das die Grenzen ihrer bisherigen Existenz sprengen könnte. Vivian wusste, dass der Weg vor ihr ungewiss war, aber das Unbekannte schien ihr auf einmal weniger furchterregend und mehr wie eine Einladung zu sein. Es war an der Zeit, ihre wahren Wurzeln zu entdecken und die Geschichte hinter der geheimnisvollen Box und dem lilafarbenen Kristall zu entschlüsseln. Es ist schon eine Erleichterung, wenn einem das terrilianische Militär nicht mehr im Nacken sitzt. Wir hatten ja nur zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir sorgen dafür, dass das terrilianische Militär alleine dasteht, ohne ihre Verbündeten. Oder es gibt einen Krieg, den man sich gar nicht vorstellen mag. Was dabei für Machenschaften der Terrilianer zutage gekommen sind, konnte keiner vorher ahnen. Genau das konnte keiner ahnen. Ihr müsst zugeben, dieses Schwarmschiff ist gewaltig groß. Ich war mit Daisy in einer technischen Abteilung. Nur um zu sehen, was sie an Robotern an Bord haben. Ich habe mich da mit einer sehr netten Frau unterhalten. Das ist doch schön. Konntest du in Erfahrung bringen, wie weit sie technisch sind? Ja, konnte ich. Die Frau, mit der ich mich unterhalten habe, war ein Cyborg. Sie wirkte so natürlich. Apropos, mir ist aufgefallen, dass Daisys Bewegungen etwas flüssiger sind. Achtet mal bitte darauf, nicht, dass ich mir das nur einbilde. Guten Morgen, Leute.
haben wir in unserer Datenbank etwas über einen Planeten namens Keloria. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Vivian. Ich bin ganz Ohr. Keloria, noch nie etwas davon gehört. Sish, woher auch? Ich lese vor, was ich gefunden habe. Der Planet Keloria befindet sich in der Dimension Grota. Er ist nur über einen speziellen Dimensionsübergang im Luminis-Cluster zu erreichen. Die Bewohner von Keloria haben eine deutlich längere Lebensdauer als die Iridianer. Ihre Ausdauer ist zudem mit keiner anderen gegenwärtig bekannten Spezies vergleichbar. Die gegenwärtige Herrschaft auf Keloria hat sich durch einen blutigen Staatsstreich etabliert, weshalb es ratsam ist, diesen Planeten zu meiden. Seit dem Putsch sind keine Informationen mehr über Keloria verfügbar. Captain, das sind alle Informationen, die ich Ihnen geben kann. Danke, Dax. Das ist schon wesentlich mehr, als ich vor 5 Parsec hatte. Was haltet ihr davon, machen wir einen Ausflug in den Luminis-Cluster? Captain, einen Ausflug. Ich kenne Sie gut genug, dass Sie etwas wissen, was Sie uns nicht gesagt haben. Danke, Sish. Du sagst, was ich gerade gedacht habe. Also, Vivian, um was geht es? Vivian holte den Kristall aus ihrer Hosentasche hervor und einen Moment später erschien das Hologramm ihres Großvaters. Ich bin Xeltran. Die Crew war erstaunt, als sie erfuhren, woher ihr Captain stammt. Ich hatte es bis heute völlig verdrängt. Zu meiner Entschuldigung. Ich war erst 6 Jahre alt, als wir flüchten mussten. Raynox hat auch nie darüber gesprochen. Erst als ich den Kristall heute zum ersten Mal in die Hand nahm, fiel es mir wieder ein. Vivian, mache dir deswegen keine Sorgen. Ich glaube, ich spreche für uns alle, egal was damals passiert ist. Wir stehen zu dir. Ja, Captain Jackson hat recht. Captain, wir stehen weiter zu Ihnen. Ich danke euch. Wie weit sind wir mit dem Kurs? Die genaue Lage des Lumini-Clusters ist mir unbekannt. Ich weiß jedoch von einem unerforschten Nebel im Sektor Taurus, 9947. Sish, dann lass uns dorthin fliegen. Wir werden sehen, ob es der richtige ist. Hat jemand Daisy gesehen? Jetzt, wo du es sagst, ich habe sie am Replikator in der Küche gesehen. Ich hatte mir nichts dabei gedacht. Ich nahm an, sie holt Essen für dich. Nein, das hat sie nicht. Ich gehe sie holen. Nicht nötig, Dex. Ich bin schon da. Daisy? Ja, ich bin es. Dex, während du dich mit Marilyn unterhalten hast, hat mir Krieg eine neue Hydraulikflüssigkeit verpasst. Was soll ich sagen? Es hat mich verändert. Ich bin mir jetzt bewusst. Daisy, willkommen in der Crew. Ich bin erfreut, dich kennenzulernen, Daisy. Wenn du etwas brauchst, sag es. Ja, willkommen, Daisy. Dem kann ich mich nur anschließen. Willkommen, Daisy. Ich danke euch allen. Sish, wir sind vollzählig. Du kannst starten. Jawohl, Captain. Vivian und ihre Besatzung stellten weit mehr dar als lediglich einen Kapitän und seine Crew. Sie waren, ohne dass jemand es jemals ausgesprochen hätte, echte Freunde. Jeder einzelne von ihnen war voller Vorfreude auf das Abenteuer, das im Sektor Taurus 9947 auf sie wartete. Beeindruckend. Wir sind die Ersten, die diesem Nebel so nahe sind. Ihr habt recht, es ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Dax, was sagen unsere Scanner? Der Nebel hat eine Ausdehnung von 1,5 galaktischen Einheiten. In 10.000 K-Klick zeigt der Scanner eine metallische Struktur an. Die chemische Zusammensetzung ist ebenfalls sehr interessant. Sish, nimm bitte Kurs mit Sol 1 auf die metallische Struktur. Dax, du überwachst die Struktur. Kurs liegt an Captain. Tja, Captain, ich behalte den Scanner im Auge. Warum hat diesen Nebel noch keiner untersucht? Das ist doch sehr ungewöhnlich, oder bin nur ich dieser Meinung? Möglicherweise, weil er so weit weg ist, wobei dies kein wirkliches Argument ist. Aber jeder Versuch, dies erklären zu wollen, wäre rein philosophisch, weil er nur auf Annahmen beruhen würde. Daisy, ich bin beeindruckt. Wer ist dieser Krieg? Er ist Harkulaner, einer von 3, die zum Schwarm gehören.
Das erklärt so einiges. Es erklärt auch, warum der Schwarm technisch so überlegen ist. Die Vergo nähert sich langsam der unbekannten Metallstruktur. Als die Metallstruktur als havariertes Schiff erkennbar wird, stoppt Sish die Vergo völlig. Was haltet ihr von der Situation? Das Schiff scheint havariert zu sein. Auf uns gewartet haben kann es wohl kaum. Die Scanner stellen keine Emissionen fest, was den Schluss nahelegt, dass Jackson recht hat. Ich schlage vor, dass wir erst eine Drohne hineinschicken. In Ordnung, schicken wir eine Drohne rüber. Im Namen des Bewahrers der Zeit schwören wir dir, Vivien von Grota, künftige Herrscherin von Keloria, die Treue. Ich fasse es nicht. Jackson, er hat schon wieder die Finger im Spiel. Vivien, er sagte ja, dass er die Zeit nicht linear erlebt, so wie wir. Er hat großes Interesse an dir. Es muss etwas geben, das dies erklärt. Captain, das havarierte Schiff hat sich vollkommen stabilisiert. Es werden soeben Daten übermittelt. Was für Daten sind das? Positionsdaten von Keloria sowie die Aufzeichnung einer Übertragung. Dex, spiele bitte die Aufzeichnung ab. Einen Moment. Die Aufzeichnung läuft. Miss Vergo, die Cyborgs auf der Serena sind Ihnen gegenüber absolut loyal. Aus Ihrer Sicht habe ich die Serena lange vor Ihrer Geburt platziert. Sie fragen sich, warum waren Sie auf Juwel? Warum haben Sie die Fähigkeit, sich und andere zu zappen und ebenso diesen Schutzanzug, der Sie völlig unsichtbar macht, bekommen? Sie sollen jetzt die Antworten bekommen. Die Halskette habe ich Ihnen angedreht, es ist eine Schlüsselkette. Sie werden bald vor verschlossenen Toren stehen, für die es keinen Schlüssel gibt. Warum waren Sie auf Juwel? Ihre Großtante verwendet unrechtmäßig ein Zeitkristall, wodurch sie für einen normalen Kelorianer unbesiegbar ist. Sie und Jackson werden jedoch nicht von diesem Zeitkristall beeinflusst. Warum zappen? Sie müssen Ihre Großtante in den Portalturm auf Keloria einsperren. Es ist ein Zeitgefängnis, in das Sie nur mit einem besonderen Schlüssel und zappen kommen. Der Wächter des Turmes darf Sie nicht sehen. Sind Sie erst einmal mit Ihrer Großtante darin, müssen Sie sofort wieder herauszappen. Im Turm sollten Sie nicht lange verweilen. Ach ja, sagen Sie Nox einen Gruß von mir. Wow, was jetzt? Ruhe bewahren. Lasse die ganzen Informationen erst wirken. Wir sollten erst einmal auf diesen Nox warten. Bis Nox erschien, sollte es noch einige hundert Parsec dauern. In dieser Zeit entschied sich Vivien, die Besatzung der Serana an Bord der Vergo zu nehmen. Während sich Vivien mit ihren neuen Crewmitgliedern vertraut machte, unterhielten sich Dax und Daisy.
Dax versuchte, Daisys Kleidungsstil etwas zu korrigieren. Daisy, ich verstehe, dass dir diese Farben und der Glanz sehr gefällt. Es gibt jedoch eine ungeschriebene Regel, was Kleidung betrifft. Ist sie falsch? Meine Kleidung? Es gibt erotische Kleidung, die nur für ganz bestimmte Anlässe geeignet ist. Und es gibt funktionelle Kleidung, die man bei der Arbeit trägt. Ich glaube, ich verstehe. Meine Kleidung ist nicht funktionell. Richtig, Daisy, wenn ich dich in der ersten Zeit beraten dürfte. Aber sicher, Dax. Es wäre mir sogar sehr recht. Wir dürfen gespannt sein, wie die Beratung von Dax aussehen wird. In der Zwischenzeit im Frachtraum der Vergo. Gordon, ehrlich gesagt, ich bin es nicht gewohnt, mit Herren angesprochen zu werden. Ich würde es gerne dabei belassen, dass ihr mich mit Vivian ansprecht. Wie ihr wünscht, Vivian. Gut, hat er euch einen Plan mitgegeben? In der Tat, Nox wird in wenigen Parsec ankommen. Der Plan sieht vor, dass er mit einem größeren Schiff kommt. Alles Weitere entzieht sich meiner Kenntnis. Captain, ich denke, Sie kommen besser auf die Brücke. Dax, ich bin unterwegs. Vivian Ende. Gordon, Jackson begleitet mich bitte. Dax, hat sich der Captain des Schiffs schon gemeldet? Bis jetzt nicht, Captain. Dax, öffne bitte einen Kanal. Captain, Sie können sprechen. Fremdes Schiff. Hier spricht Captain Vivian Vergo. Geben Sie sich bitte zu erkennen. Ich bin Nox vom Schlachtkreuzer Dakor. Ich schicke Ihnen die Koordinaten der für Ihr Schiff reservierten Landebucht. Ich freue mich, Sie in Kürze persönlich zu treffen. Nox, Ende. Sish, du hast es gehört. Jawohl, Captain, Kurs liegt an. Willkommen an Bord der Dekor. Wir starten gleich zum Lumini-Cluster. Die Serana wird hier bleiben. Die Dakor ist riesengroß. Wir werden wohl kaum unbemerkt bleiben. Vivian, die Dakor ist ein neues Schwarmschiff. Sie besitzt Technologien wie der Schwarm. Wir werden unbemerkt bleiben. Die Dakor wird die Sol- und Hyperantriebe der Kelorianer auf der Quantenebene blockieren. Das gleiche gilt für Energiewaffen.
Ein Schwarmschiff? Wie das? Der Bewahrer der Zeit war der Meinung, ihnen vertrauen zu können. Lassen Sie uns aufbrechen. Navigation, starten Sie Kurs nach Keloria. Der Übergang in die Dimension Grota war ein atemberaubendes Phänomen. Lichtblitze tanzten um den Schiffsrumpf der Dakor, während sich der Raum um Vivian und ihre Crew in kaleidoskopische Farben verwandelte. Die Zeit schien einen Moment stillzustehen und die Grenzen der Realität verschwammen, als sie die Schwelle zu Grota überschritten. Die Ankunft war sowohl überwältigend als auch beunruhigend. Jeder Atemzug war ein Zeugnis des Unbekannten. Captain Knox, ein erfahrener Kommandant mit einem scharfen Verstand, versammelte die Besatzung. Kameraden, wir stehen vor einer beispiellosen Herausforderung, begann er. Der Schlachtkreuzer Dakor ist unser Schlüssel. Jedes Modul ist nicht nur ein Teil von uns, sondern ein eigenständiges Schiff. Gemeinsam können wir die planetare Verteidigung deaktivieren. Doch bevor wir das tun, müssen wir den Planeten Keloria erkunden. Vivian zierte sich einen Moment, während die Erinnerungen an ihre Großtante Elenary in ihr aufstiegen. Elenary hatte ihre ganze Familie getötet, brutale Machenschaften geführt und nur ihrem Großvater war es gelungen, sie Vivian zu retten. Sein Schicksal war ein Rätsel und es nagte an Vivians Entschlusskraft. In dieser neuen Dimension war Gefahr überall und jeder Schatten könnte die Spur zu ihrer Vergangenheit tragen. Die Crew bereitete die Virgo auf den nächsten Schritt vor. Jackson, ein harter Veteran, konnte sie nicht begleiten. Er war kein Kelorianer und wäre auf Keloria für Vivian nur hinderlich. Vivian wusste, dass sie allein reisen musste, leise wie ein Schatten, um nicht aufzufallen. Ihr Ziel war es, zurück ins Herz ihrer Feinde zu gelangen. Die Virgo schwebte in einer stabilen Umlaufbahn über Keloria. Vivian hatte schon längst die Tarnvorrichtung des Schiffes aktiviert. Sie wählte einen Nachtsektor des Planeten, einen Wohnbereich mit minimaler Aktivität. Vivian zappte in ihrem Schutzanzug, der ihr eine völlige Unsichtbarkeit garantierte, direkt zur Oberfläche. Die Dunkelheit umhüllte sie wie ein alter Freund. Die Töne und Geräusche in diesem Sektor waren unheimlich. Das gelegentliche Windrauschen klang wie das Flüstern von Geistern. Doch sie hatte keinen Raum für Angst. Sie hatte eine Mission. Mit einem kleinen Holoscanner ausgerüstet, durchstreifte sie die Straßen und suchte nach Hinweisen, die Elenary entlarven könnten. Jedes Geräusch, das Kichern eines Kindes oder das Scharren eines Tieres, schärfte ihre Sinne. Es war, als wäre Keloria ein lebendiger Organismus, der ständig nach Bedrohungen Ausschau hielt. Plötzlich bemerkte Vivian eine Unterbrechung in der Dunkelheit. Ein flackerndes Licht aus einem Fenster lenkte ihren Blick auf ein Gebäude, das von einem Sicherheitsschild umgeben war. Das Gebäude wirkte seltsam deplatziert. An diesem Ort hätte niemand ein so gut gesichertes und dermaßen getarntes Gebäude erwartet. Zwei Wachmänner an der Türe bestätigten Vivians Verdacht, dies musste ein verstecktes Regierungsgebäude sein. Mit einem eindringlichen Gefühl von Zweckmäßigkeit und Adrenalin überbrückte Vivian die Straßen und schlüpfte durch eine Seitentür ins Innere. Die Archive waren geräumig, die Wände geschmückt mit holographischen Bildern und historischen Aufzeichnungen über das Imperium, das hier vorherrschte. Ihre Finger fanden den Scanner, als sie eilig durch die Akten blätterte und nach allem suchte, was sie über Elenary finden konnte. Plötzlich spürte sie eine Präsenz hinter sich und drehte sich hastig um.
Es war ein Mann, der in der tiefen Dunkelheit eine schemenhafte Figur entblößte. Seine Augen blitzten mit der Erkenntnis, und sofort wusste sie, dass ihr heimlicher Ausflug trotz ihres Schutzanzugs nicht unbemerkt geblieben war. »Wer bist du?«, fragte er mit einer tieferen Stimme. »Was machst du hier?« Vivian setzte zu einer Erklärung an, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken. Sie erkannte, dass dies kein gewöhnlicher Wächter war. Obgleich sie den ersten Impuls verspürte zu fliehen, wusste sie, dass sie mutig sein musste. In diesem Spiel aus Geheimnissen und Verwirrung war es entscheidend, Verbündete zu finden. »Ich bin hier, um die Wahrheit über Elenary herauszufinden«, gestand sie schließlich, die Wahrheit brennend in ihren Worten. »Und ich bin bereit, mein Leben dafür zu riskieren.« In diesem Moment schien die Luft stillzustehen. Der Mann sah sie überrascht an, dann, mit einem kleinen Lächeln, nickte er. »Dann vielleicht sind wir auf der gleichen Seite.« Vivians Herz raste. Sie hatte einen Verbündeten gefunden. In einem Universum voller Gefahren und Geheimnisse war dies die Chance, die sie benötigt hatte. Gemeinsam würden sie die Schatten von Keloria durchdringen und das Geheimnis Elenaris endgültig lüften. Doch es war nur der Anfang eines noch größeren Abenteuers, das sie in die tiefsten Abgründe der Dimension Grota führen würde. Die Tür zum geheimen Archiv quietschte leise, als Vivian sie hinter sich schloss. Ein schwaches Licht aus blitzenden Kristallen beleuchtete den Raum, und die Atmosphäre war von einem übernatürlichen Gefühl durchzogen, das voller Geheimnisse und unerforschter Wahrheit steckte. Die Wände waren aus glattem, metallischem Material, das sich leicht in den Farben des schimmernden Lichts verfärbte, während sie schüchtern einen Schritt voranmachte. Vor ihr erstreckte sich ein weitläufiger Saal mit hohen Decken, die durch komplizierte geometrische Muster gekennzeichnet waren, die sich beim näheren Hinsehen als holographische Projektionen entpuppten. Diese Bilder erzählten die Geschichte von Keloria, von kriegerischen Auseinandersetzungen, triumphalen Siegen und dunklen Intrigen. Jedes Bild wirkte lebendig, als ob die Protagonisten der Geschichte sie belehren wollten. Vivian ließ ihren Blick über die Regale gleiten, die bis zur Decke reichten. Sie waren überfüllt mit Datakristallen, Dokumenten in schimmernden Umschlägen und fremdartigen Artefakten. Eines der Regale war geöffnet, und ein arkanes, leuchtendes Buch lag auf einem Tisch in der Mitte des Raums. Seine Seiten waren aus einem unbekannten Material und scheinen in verschiedenen Sprachen und Symbolen zu pulsieren. Geduldig trat sie heran und ließ ihre Finger über den Tisch gleiten. Zu ihrem Erstaunen waren die Informationen über Elenary und ihre Machenschaften nicht in den verschlossenen Akten versteckt, sondern in den holographischen Projektionen, die die Wände zierten. Mit einer bewussten Bewegung aktivierte sie einen Holoprojektor in unmittelbarer Nähe. Ein Bild erschien in der Luft, das eine Zusammenstellung von Berichten und Informationen über hochrangige Familien des Imperiums zeigte. Die Aufzeichnungen flackerten und nahmen Form an, und das Gesicht ihrer Großtante tauchte auf. Elenary wirkte kühl und berechnend, mit funkelnden Augen, die schelmisch in die Kamera schauten. Eine Untertitelung begann, Vivians Herz schlug schneller, als sie den Text las. Sie plant die vollständige Übernahme der planetaren Macht. Kein Führer wird leben, wenn er sich ihr widersetzt. Vivians Gedanken rasten. Elenary hatte nicht nur ihre Familie ermordet, sondern sie plante auch, die gesamte Kontrolle über Keloria an sich zu reißen. Der Gedanke, dass er, ihr Großvater, noch am Leben sein könnte, ihm so nahe, das brannte in Vivians Seele wie ein glühendes Eisen. Sie tat so, als könnte niemand in den Raum eindringen, während sie versuchte, die gewaltigen Informationen zu verarbeiten. Inmitten des holographischen Geschehens fiel ihr ein weiterer Datakristall ins Auge, der in einem etwas abgenutzten Regal stand. Es schien älter und bedeckter mit Staub zu sein als die anderen, und seine Umrandung war in ein tiefes Rot getaucht, was ein Gefühl von Bedrohung und Geheimnis vermittelte. Vivian zögerte kurz, dann griff sie zum Kristall und legte ihn in einen holographischen Scanner, den sie auf dem Tisch entdeckte. Als sich das Licht des Scanners entzündete, umhüllte es den Kristall und projizierte feindselige Pläne und Strategien von Elenarys Komplizen. Die Bilder zeigten geheime Gespräche, die in dunklen Schattenräumen stattfanden. Es war eine Verschwörung, die sich über Jahre zusammenbraute, mit einer Vielzahl von Gefolgsleuten, die bereit waren, das Imperium zu destabilisieren, um Elenary zu unterstützen.
Verräter, die unseren Familienmord teilen, murmelte sie, als sie die Namen las. Die Paranoia hatte kein Ende und die Manipulation war tief verwurzelt in der Gesellschaft von Keloria. Sie wusste, dass sie nicht nur mit Elenary, sondern auch mit einem ganzen Netzwerk von Lügen und Komplotten konfrontiert war. Plötzlich begann ein Geräusch, eine Art Klacken, das im Raum widerhallte. Jemand war in der Nähe. Vivian spürte den Adrenalinschub in ihren Adern und versteckte sich hinter einem der Regale, während sie die holographischen Bilder auf dem Scanner im Hinterkopf behielt. Es war der perfekte Moment zum Handeln. Sie hielt es für notwendig, die gesammelten Informationen zur Vergo zurückzubringen, um ihre Crew zu warnen. Die Entdeckung im Archiv war mehr gewesen als nur ein Blick in die dunkle Geschichte Kelorias. Es war der erste Schritt in einen Wettlauf gegen die Zeit, um die Pläne einer ebenso mächtigen wie gefürchteten Rivalin zu durchkreuzen. Vivian wusste jetzt, dass der Schatten ihrer Großtante über alles schwebte, und sie hatte ein neues Ziel, die Zerschlagung dieser Verschwörung und das Triumphieren über die Dunkelheit in ihrer eigenen Familie. Vivian duckte sich hinter das Regal, das von einem Hauch von Staub und Geheimnissen umgeben war. Ihr Herz pochte in ihrer Brust, während sie dem Geräusch lauschte, das immer näher kam. Es war das Scharren von Stiefeln auf dem harten Boden. In diesem Moment wurde ihr klar, dass die Zeit drängte. Sie hatte nicht nur die Informationen über Elenary und ihre Machenschaften entdeckt, sondern auch das geflüsterte Potenzial eines noch größeren Geheimnisses. Durch die Lücke in den Regalen konnte sie einen Wachmann erkennen, der hastig das Archiv durchstreifte. Sein Gesicht war hart und misstrauisch, während er die Schatten musterte. Vivian hielt den Atem an. Ihre blauen Augen fixierten den Holoscanner, der immer noch die letzten Bilder von Elenarys verschwiegenen Plänen projizierte. Es war kein Zufall, dass sie in diesem Moment so viele Informationen über ihre Feinde gesammelt hatte. Als der Wachmann sich umwandte und eine andere Richtung einschlug, wagte Vivian es, ihre Position zu verändern. Sie huschte hastig zu einem anderen Regal und wiederholte den Prozess, tief durchzuatmen, während sie das nächste Artefakt entdeckte. Einen weiteren Datakristall, diesmal größer und schwerer, verziert mit komplizierten, sichtbar pulsierenden Glyphen. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Angst aktivierte sie den Scanner erneut und legte den Kristall darauf. Sofort leuchtete der Raum auf und eine Reihe von holographischen Bildern und Daten wurde skizziert. Vivian hielt den Atem an, als sie erkannte, dass dieser Kristall echte Aufzeichnungen von Elenarys geheimen Verhandlungen mit verschiedenen Fraktionen und mächtigen Individuen des Imperiums enthielt. Elenary hatte nicht nur ihre Familie im Visier, sie strebte eine Allianz mit Schwarzmarkthändlern und kriegerischen Fraktionen an. Vivian blätterte schnell durch die Daten. Namen, Orte, Zeiten. Alles stimmte überein mit dem, was sie über die Dunkelheit gewusst hatte, die Keloria heimsuchte. Die Frau hatte einen Plan zur Expansion ihrer Macht entworfen, indem sie Armeen durch Waffenlieferungen aufbaute und Korruption unter den herrschenden Klassen verbreitete. Doch das war nicht alles. Unter den Aufzeichnungen fand sie ein geheimes Dokument, das eine Liste von Zielen enthielt. Jedes dieser Ziele war ein wichtiger Punkt auf dem Planeten, von Militärstützpunkten bis zu politischen Schaltzentren. Vivians Puls beschleunigte sich, als sie erkannte, dass Elenary nicht nur eine Machtübernahme plante, sondern dass sie auch einen Plan hatte, die gegen sie gerichtete Opposition systematisch auszulöschen. Aber inmitten der düsteren Informationen stieß sie auf etwas Unerwartetes. Eine Datei, die als »Das Vermächtnis der Archon« betitelt war. Neugierig aktivierte sie die Datei und das holographische Bild eines alten majestätischen Gebäudes erschien vor ihr. Es hatte die Form eines Tempels, dessen Wände für ihre Zeit außergewöhnlich verziert waren, Zeichen von uralter Technologie und mystischen Symbolen. Die Erwähnung der Archon beschäftigte sie. Renox hatte oft davon gesprochen, jedoch immer in einem Zusammenhang voller Warnungen und Dunkelheit. Es war das alte Herz von Keloria, das lange vergangene Herrschaft dieser mysteriösen Zivilisation, die es geschafft hatte, die Geister der damaligen Zeit an ihren Ort zu binden. Entschlossen las sie weiter. Der Text offenbarte, dass die Archon nicht nur ein Relikt aus der Geschichte waren, sondern auch Träger enormer Energie und eines technologischen Wissens, das kaum zu begreifen war. Gerüchte besagten,
dass die Archon über ein Artefakt verfügte, das die Möglichkeit bot, die Dimensionen zu beeinflussen. Eine geheime Waffe, die in den falschen Händen verheerende Folgen haben könnte. Vivian war sich nun sicher, dass dies Elenarys ultimativer Plan war. Sie würde nicht nur das Imperium destabilisieren, sondern auch nach dem Vermächtnis der Archon streben, um unbegrenzte Macht zu erlangen. Während sie vor dem Holobild stand, einen inneren Konflikt durchlebte, wurde ihr klar, dass dies ihre einzige Chance war. Sie musste Elenary nicht nur aufhalten, sondern auch verhindern, dass sie in den Besitz dieser Technologie gelangte. Plötzlich hörte sie ein lautes Geräusch. Die Tür des Archivs wurde aufgerissen. Der Wachmann war zurück und hinter ihm standen zwei weitere Personen, sichtbar kampfbereit mit Waffen in der Hand. Es blieb Vivian keine Zeit mehr. Sie packte den Datakristall, der die Pläne ihrer Großtante festgehalten hatte, und entschloss sich, die Konfrontation zu suchen. Adrenalin flutete durch ihre Adern, als sie einen Ausweg aus der ausweglosen Situation suchte. Doch in ihrem Inneren wusste sie, dass die neu gewonnenen Informationen über die Archon entscheidend sind für das Überleben der freien Zivilisation von Keloria. Mit der Entschlossenheit eines Kriegers, der für die eigene Familie kämpft, schlüpfte sie in die Schatten des Archivs und bereitete sich auf das Zeppen vor. Die Geheimnisse, die sie entdeckt hatte, waren nicht nur Teile der Vergangenheit, sie waren der Schlüssel zur Zukunft, und dort draußen warteten sowohl Gefahr als auch Befreiung. Vivian hielt den Datakristall fest in der Hand, während ihr Herz in ihrer Brust hämmerte. Die Erinnerung an die aufgeworfenen Geheimnisse der Archon ließ sie nicht los. Sie spürte das Gewicht der Verantwortung auf ihren Schultern und erkannte, dass das, was sie entdeckt hatte, nicht nur in den Händen ihrer Großtante Elenary lag, sondern sich auch auf das Schicksal von Keloria und möglicherweise darüber hinaus auswirken würde. In diesen kostbaren Augenblicken des Nachdenkens wurde ihr klar, dass sie nicht nur die Dunkelheit, die Elenary umhüllte, bekämpfen musste. Es ging um viel mehr, um ein uraltes Erbe, das unter dem Staub der Geschichte verborgen war, und um eine Macht, die alles verändern konnte. Die Archon, einst eine Zivilisation, die für ihren unermesslichen Einfluss und ihre geheimnisvolle Technologie bekannt war, war für ihre bösartige Großtante mehr als ein Ziel. Sie war der Schlüssel zur Dominanz. »Ich kann das nicht zulassen«, flüsterte sie selbstsicher, während sie im Schatten des Archivs hockte. Ihre Gedanken wirbelten wild und sie überlegte, wie sie die Informationen über die Archon an die Öffentlichkeit bringen konnte. Wenn sie es schaffte, diese Geheimnisse ans Licht zu ziehen, könnte sie die Machenschaften Elenarys vereiteln und dazu beitragen, dass die Kräfte des Imperiums zur Vernunft kämen. Mit einem seelischen Ruck warf sie die Gedanken an Angst und Zweifel über Bord. Vivian wusste, dass sie allein keine Macht gegen Elenary und ihre Gefolgsleute hatte. Sie benötigte Verbündete, und je mehr sie über die Archon herausfand, desto klarer wurde ihr, dass sie die gespeicherten Geheimnisse offenbaren und damit andere dazu inspirieren könnte, sich ihr anzuschließen. Ein Bild von ihrem Großvater, dem einzigen Überlebenden ihrer Familie, schoss ihr in den Kopf. Er hatte sie beschützt und ihr die Freiheit gegeben, zu wachsen. Jetzt war es an der Zeit, sein Vermächtnis zu ehren und die Kette des Todes und der Dunkelheit zu durchbrechen. Es war nicht nur eine persönliche Mission. Es war eine erbitterte Aufgabe, die ihr ganzes Wesen füllte. Vivian hatte von den zerstörerischen Kräften der Archon gehört, aber sie hatte auch Gerüchte über die möglichen Vorteile gehört, über die Technologie, die den Menschen helfen könnte, sich selbst nicht nur zu verteidigen, sondern auch zu erblühen. Sie nahm die Entdeckung der Archon als Chance, nicht nur um ihre Rache gegen Elenary zu vollziehen, sondern auch um ihr Volk vor einer finsteren Zukunft zu retten. »Ich werde es tun«, murmelt sie entschlossen und fühlte sich, als wären ihre Beine durch die Erde verwurzelt. Sie sammelte sich und ging zurück zum Holoscanner, um die Informationen über die Archon zusammenzustellen. Sie würde alles aufzeichnen, jede noch so kleine Spur dokumentieren, die sie finden konnte. Die Aufzeichnungen waren der Schlüssel und sie beabsichtigte, die Wahrheit zu enthüllen. Gerade in diesem Moment hörte sie die Schritte der Wachen näher kommen. Es war Zeit zu zeppen, aber nicht ohne einen Plan. Sie wollte das Wissen über die Archon und die Machenschaften Elenarys in die Hände von Menschen bringen, die bereit waren, etwas zu verändern.
Sie dachte an ihre Crew auf der Vergo. Sie waren nicht nur ihre Crew, sondern wahre Freunde und Verbündete. Mit dem Datakristall in der Tasche und dem unerschütterlichen Entschluss in ihrem Herzen schlüpfte sie aus dem Archiv in die Dunkelheit der Nacht. Ihr Geist wirbelte vor Ideen. Wo könnte sie anfangen? Es gab so viele Menschen, die bereit waren zu kämpfen, aber sie brauchte einen Weg, um alle diese zusammenzuführen. Als sie in die Nacht schlüpfte, war ihr Entschluss klar. Sie würde die Dunkelheit durchdringen, sich selbst unermüdlich dem Kampf gegen die Tyrannei ihrer Großtante stellen und all das, was das Erbe der Archon verkörperte, ans Licht bringen. Sie würde nicht aufgeben, bis diese Wahrheit die Schatten vertrieb und die Menschen von Keloria befreite.